So, ich habe jetzt einmal auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Wann? Naja, leider bevor ich angefangen habe darüber zu reden. Ich dachte mir jetzt, ich kann es jetzt langsam machen. Genau. Ich dachte einfach mitten in unserer Konversation über die Anatomie von Goombas. Nee, das ist. Und wär das wären sie wieder hart anfangen. Das stimmt. Und so kannst du Gumbina schubsen, also. So hast du vorhin ins Wasser geschubst gehabt. Ja. Irgendwie auch weird, sie hat einfach Haare, wenn man so drüber nachdenkt. Denkst du, die sind echt? Oder denkst du, es ist eine Perücke? Die gucken aus der Mütze raus. Ich finde, sie sind an die Mütze rangetackert. Das kann ja auch sein. Aber weil Goombas haben eigentlich keine Haare. Ja. Und alle Goombas mit Haar. Also, ich will mir das irgendwie nicht vorstellen. Naja. Moin mit da auf jeden Fall an der Stelle. Moin. Komm zurück. Fokus ist von links. Das hab ich mich auch gefragt. Mario, nicht wahr? Für dich immer noch Manio. Ein anderer Goomba, Herr Cooper. Ich habe hier gewartet damit. Ich wollte dir nämlich erzählen, was. Ich wollte. Vielleicht mit zusammen mit dem Lookout kämpfen. Nämlich mein Vater, er hat uns damals verlassen, um Lookout zu bekämpfen. Er ist nicht mehr zurückgekehrt. Das ist der Grund, warum ich jetzt den Drachen besiegen will. Ja, du bist ein kleines bisschen. Mein Vater hat wir alle gegen Lookout gekämpft. Ich will auch so mutig sein. Oh je. Alle halten mich nämlich für einen Verlierer. Wenn ich mit dir den Drachen besiege, wäre ich so stark wie mein Papa. Ich weiß, es ist gefährlich, aber bitte mich mit, bitte Mario. Ich muss leider einmal aus obligatorischen Gründen Nein sagen. Was, aber ganz sicher nicht? Soll ich es nochmal tun? So ist das also. Aber ich gebe nicht auf, auf keinen Fall. Hast du überlegst, wie ich ganz einfach. Nein, du kannst ihn wirklich nicht. Nein. Du musst nicht mehr. Ah, warte, Entschuldigung. Was? Ich habe ihn einfach nochmal angesprochen. Einfach. Nein, ich wollte nur mal gucken. Hier. Das ist Kubios Blütenweiler. Er wartet hier darauf, dass du ihn auf den Reisen mitnimmst. Er ist vielleicht nicht der hellste, aber Muschelte zu haben. Das ist fucking cool. Ich glaube, er ist gar nicht mal so verkehrt. Außerdem meint er es ernst. Komm schon, wir nehmen ihn einfach mit. Holy shit, ey. She's so fucking ruthless. Ich weiß es nicht. Ehrlich, danke, Mario. Vielen, vielen Dank. Gubio gehört zum Team und Gumbrin hat überhaupt keinen Bock mehr. Oh nee, he's so fucking stupid. Gubio hat folgende Fähigkeiten. Drücke X, um ihn in seinem Panzer loszuschießen. So kann er dann mit Hilfe seines Panzers weit entfernte Alps erreichen und Schalter aktivieren. Drücke X, um ihn loszuschießen. Eine Single Coin, mehr hat er nicht zu bieten. Das ist okay. Hältst du X gedrückt, bleibt er da, wenn du ihn getreten hast. Lässt du X dann los, trifft Kupio Dinge mit, die hinter Mario sind. Okay. Ah. Praktisch. Interesting. Kannst Mario auch bewegen, wenn Kupio in seiner Position verharrt. So kannst du das Schalter auch aus größerer Entfernung betätigen. Hm. Interessant. Okay, kriege ich alles hin. Kriegen wir hin. Kampf verwendet Kupio den Panzerstoß gegen einen Gegner am Boden, oder? Ihr trefft alle Gegner am Boden mit dem Powerpanzer. Willst du das Team ändern, drücke Plus und wähle die Option Team im Menü. Tschüss. Also Mario, Entschuldigung. Also Mario, auf gute Zusammenarbeit. Ich weiß auch nicht, was da gerade über mich gefahren ist. Kubio. Ah, Entschuldigung. Kubio. Jetzt musst du. Herr Kupine, hast du uns zugehört? Kubio, du, willst du wirklich gegen Lookout kämpfen?
Aber das ist doch... Du bist doch nur ein träger kleiner Kufa, Alter. Und du bist viel zu ungeschickt, um gegen einen Drachen zu kämpfen. Es ist Wahnsinn. Nein, Kupini, ich werde ein echter Mann. Auch für dich. Und deshalb? Ein echter Mann? Ach was, dafür musst du dich doch nicht in Gefahr begeben. Du bist zwar etwas zart und leicht eingeschnappt, aber ich liebe dich doch. Jedenfalls kannst du bleiben, wie du bist, Rubio. Bitte geh nicht. Nein, ich habe mich nun mal dafür entschieden. Mach dir keine Sorgen. Mario ist schließlich bei mir. Rubio, du Dummkopf! Ich glaube, das war jetzt er. Fucking Killsim. Kupine, bitte. Ich werde ganz sicher als echter Mann herkennen. Also, Mario, auf zu Lugardsburg. Damn. Ich traue mich ja fast gar nicht. Krass. Ja, er ist determined auf jeden Fall. Menno. Kupio, entschuldige wegen vorhin. Ich habe auch ein wenig nachgedacht über deine Gefühle. Und da habe ich gedacht, das ist die erste Entscheidung, die du ganz alleine getroffen hast. Und ich werde diese Entscheidung unterstützen. Ich werde dich nicht aufhalten. Kupio, werde mein Held. Mein Held. Und Mario? Pass gut auf meinen Kupio auf. Warum? Hat sie sich jetzt bewegt? Ah. Na gut. I mean, I guess. Cumbrias Fähigkeit ist echt reden, ne? Oh. He's just yapping all the time. Okay. Na gut, alles klar. Natürlich. Jesus Christ. Bin mir sicher, da ist ein Foto dabei. Wie läuft deine Reise, Mario? Sicher immer noch aufregend. Mir fiel noch etwas ein, was ich dir schreiben wollte. Umbrina unterstützt dich ja mit großer Begeisterung. Wunderbar. Ich bin mir sicher, dass du im Laufe deiner Reisen und Abenteuer noch weitere Mitstreiter um dich versammeln wirst. Dann wird es für dich hilfreich sein, stellen, einfach die Mitstreiter an deiner Seite auszutauschen zu können. Also pass auf, halte L gedrückt, um den Teamring einzublenden. Nehmen wir einmal an, du steckst in der Klemme und weißt nicht mehr weiter. Dann nur keine Panik. Atme tief durch, wechsle die Mitstreiter und probiere etwas herum. Vielleicht kommt dir dann ein Geistesblitz und es geht voran. Noch ein Tipp. Wahrscheinlich öffnest du das Menü üblicherweise, indem du Minus oder Plus drückst, richtig? Dann solltest du wissen, dass du mithilfe von den Pfeiltasten direkt zu bestimmten Bereichen im Menü springen kannst. Tasche, Team, Ordnung, Journal. Praktisch nicht wahr? Merk dir das. Dann kannst du wertvolle Zeit sparen. Pass gut auf dich auf und viel Glück. Ja, ist gut. Oh. Okay, mit ZL kann man immer noch... Ja, okay. He can't be stopped from yapping. Oh, das ist praktisch. Ich glaube, das ist auch neu. Würde ich jetzt einmal behaupten. Na gut, Kupio. Let's go. Greif an. Probably what you got. Warte mal. Und hier können wir genau austauschen. Panzerstoß. Bewege L nach links und lass los. Ja. Ah, okay. Ein bisschen Abwechslung, ist auch gut. Ist auch ein bisschen schwieriger als die anderen Kommandos, weil die sind wirklich nicht so hart. Das geht eigentlich ganz gut. Was war hier? Achso. Okay, Fairpoint. Die müssen doch irgendwo die Säule haben, oder? Ja, die müsste hier links sein, oder? Aber ja, habe ich auch gerade gedacht. Genau, ja. Den habe ich überhaupt nicht getroffen, aber egal. Was das war. Hätte ich der Gumba wäre, würde ich sagen, dass es Rick ist. Ja. Ich glaube, das wollte er auch sagen, aber dann ist er gestorben, leider. Well, kann er irgendwie. Okay, 5 noch. Auf dem Weg zu mehr BP. So. Hier aber. Sehr cool. Orden Herzilein. Marius Kapier regenerieren sich langsam und
Zug unterschiedlich stark. Okay, das ist ja krass. Und gut, dass wir so viele haben, so viele OP. Optimal Gameplay. Ja, die Regeneration, das ist ja wirklich krass. Also ich würde sagen, das ist immer relativ praktisch in Spielen. Zack. Oh. Ein großer Regenerations-Fan. Bin ich wirklich. Sensei? Ja. Keine Heil-Items brauchen, ist schon immer ganz nett. So. Oh Gott. Den habe ich nicht gesehen. Sag ich, wie es ist. Oh, Bäume. Mach sie um. Geh weg, Mario. Huch. Bin so enttäuscht. Ich bin auch so enttäuscht. Sehr gut. Okay, Level up. Let's go. Are you tempted? Nein, ist okay. Komm, auch 10. Es ist ja auch dafür da, dass man die OP besser nutzen kann, oder? Wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja. Also, ne, es macht ja Sinn, ja, das zu machen, damit zum alles Schluss... Alles nur keine Cringe-KP-Level. Ne? Genau. KP sind ja wirklich... Also... Das wäre absurd. Last Cannon Life. Das wäre ja absurd. Und dann müssen wir noch irgendwie dieses... Oh, ich finde es schade, dass man nicht den Mondschlüssel hier ansetzen kann. Definitiv Missed Opportunity. Ich finde zum Schluss, es gibt auch bestimmt wieder diesen Gefahrenorden. Das sollte man auf jeden Fall dann auch mitnehmen. Ja. Da steht doch The, oder? Das erste Wort sieht voll aus wie The. Mit genug Fantasie, ja. Dieser Weg führt zur Burg der schrecklichen Logard. Lass alle Hoffnung fahren. Willst du doch zur Burg, so drücke beide Schalter zur gleichen Zeit. PS, Kubras aus Blütenweiler haben mir sicher keine Probleme. Okay. Okay, es geht nur. Tada! Das ging wirklich relativ gut. Tatsächlich eine Röhre unter dem suspiciously Röhren-shaped Block. Kann sich mal so was von vorstellen, welche Richtung ich erst gehen werde. So. Best. Das ist... A disappointment is immeasurable and my day is ruined. Ich hätte es nicht besser ausdrucken können. Ausdrucken vor allen Dingen, ausdrücken können. Warum ist der hier komisch? Der sieht anders aus. Ah, der auch. Kein Shaming hier. Na, alles gut. We love him for it. Ich vermisse Gumbrinas Gelaber. Sie hätte bestimmt schon ganz viel zu sagen gehabt bis jetzt. Ich denke so. Ah, schon wieder ein Pay-to-Win. Wird. Es wird einfach teurer. Fucking Inflation. Nee, echt. Oh oh. Siehst du? Schon fängt sie an. Das ist also Logoskop. Burg. Irgendwie unheimlich, oder? Gesundheit. Das wäre ja absurd, wenn wir sie nicht die ganze Zeit draußen hätten. Also, oder? Oh, fucking Mario. Das wirst du nicht mitnehmen und dann wird sie direkt wieder ausgetauscht. Ja gut, fein. Doch die OP leveln sollen jetzt. Get the fuck out of here. Das
Warte, es gibt nur eine. Nein. Mist! Ich weiß es nicht. Okay, das klappt anscheinend nicht. So, was ist das? Orden KP Plus. Erhöht mal das Gesamt-KP. Ach, den brauchen wir doch eh nicht. Also, sorry. Das ist, drei, das ist oder? Doch Schwachsinn. Ja. Ja, warum sollten wir den auch anlegen? Dann hätten wir ja mehr KP. So, Zucker ist schon weg. I deserve this. Ah, optimal Speedrun Strat, meine ich natürlich. Zeit gespart. Easy. Entschuldigung. Nee, KP, ey, das ist doch Schwachsinn, wirklich. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen KP-Orden. Ich finde, da wir noch zwei freie Plätze haben, wäre es vielleicht sogar ein Play, den anzulegen, dafür irgendwie so ein Einer-Ding rauszunehmen. Das geht nicht, oder? Das ist zu hoch. Na, da kommen wir schon noch hin. Ja, wir haben ja zwei freie Plätze, ne? Also, was gibt's denn hier so? Multisprung, tu mir nichts. Und den Powerhauer. Also eigentlich finde ich die alle relativ interessant. Also, wenn dann Multisprung, I guess, weil der bringt halt wirklich erst was ab mindestens zwei Gegnern. Und ab dann ist es halt so ein Ding von, na gut, da kann ich auch ein Item nehmen, wenn so viele Gegner da sind. Also eigentlich ab mindestens drei Gegner. Ja, ja, ja. Genau. Ist okay, komm. Ich will gegen dich kämpfen. Komm her. Dann halt nicht. Sagen Gubrina gerade zu sagen. Die Eingangshalle der Burg. Die Skelette auf dem Boden sind ganz schön gruselig. So möchte ich nicht unbedingt enden. Lass uns schnell weitergehen. Hm, fair. Huch, und dann sind die doch Gegner. Hm? Oh Gott. Der größte Mist, den ich je gesehen habe. Entschuldigung. Paraku, was hatten wir noch nicht? Nicht bringen. Ich drück, ich hab L gedrückt aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum so. Ja. Zack. Das ist ein Paraku. Kurz gesagt sind Paraku's geflügelte Koopas. Max KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Die Luftangriffe sind fies. Springst du aber auf sie, stützt sie ab und werden zu normalen Koopas. Wenn du dann noch einmal auf sie springst, sind sie vollkommen hilflos. Also merkt ihr, Paracoopas besiegen. Besiegst du am leichten mit gezielten Sprung. Ja, springen wir mal auf, ne? Oh, er liegt. Sehr gut. Dann kann er den Pilz nicht nutzen. Er stirbt. Und das Optimal Gameplay bleibt weiter vorhanden. Vielen Dank, vielen Dank. Also ich hab's hier an der Stelle optimal, ist erst die anderen beiden zu fällen. Damit er halt diese zwei Schaden nicht nimmt. Na, aber dann hätte der andere ja, dann hätte der aus der Luft angegriffen. Nee, mit dem zweiten Angriff dann. Na. Could be, could be. Bingo-Zeit, aber will ich den überhaupt kriegen? Ja, yeah, sure. Damn, okay, der geht wirklich. Ich dachte, der geht halt auf den. Also, I swear to God, ich dachte, der geht jetzt bestimmt auf den Gegner. Krass. Fucking God. Also, jetzt, oder? Also, ich weiß nicht. Du kannst. Ich dachtest du. Hättest du jetzt gedacht, dass es das auf uns geht? Ja. Das nie, ja. Hm. Okay, krass. Das ist rough. Ich glaube, ich nehme die Pay to Win. Hat Koopy Boy eigentlich jetzt noch voller HP? Sehe ich nicht so aus dem. Ja. Ja. Oh, das ist ja nett. Interesting.
Na, wenigstens sie hat überlebt. Okay, I'm doing fine. Ich dachte, die Gegner kriegen Schaden. Weißt du, ich dachte, ja gut, klar, die Gegner kriegen das dann. Now you know. Ich glaube allerdings nicht, wenn Mario nicht genug Münzen hat oder schon geführt sind. Ja. Ach wirklich. Dafür muss man Geld zahlen. Ich weiß. Eine free healthcare. America Simulator. Bitte. Oh Gott. Das ist ganz schön knapp. Also vielleicht klappt es auch. Ich kann auch dahin kommen. Oh. Oh nein, I'm stupid. This is pretty funny. Oops. Ach, ach. This is pretty fucking funny. Das ist rough jetzt. Das ist okay. Nein, alles gut. Ist nichts. Ist ja nicht schlimm, oder? Also. Ist ja nicht so, dass wir uns seit Parts damit befassen. Optimal Gameplay haben. Keeps on coping, huh? Oh, ich weiß nicht, was der Stand macht. Hm? Ah. Ja. Ich glaube, da kann man sich in der Theorie nicht drauf verlassen. Das ist schon eher. Oh. Danke. Ist lieb, wenn uns der Pilz einen Pilz gibt. Der trifft alle, glaube ich, oder? Mit seiner Special. Ah. Und er kann ihn nicht umwerfen. Trifft einen, okay. Ich glaube, tauschen und dann mit ihm. Na gut. Gott, war das knapp. Naja. Für uns reicht's. Hier sind wirklich viele Gegner. On time. Power Doubts. Oh, Mario springt auf den Gegner, solange das Extra-Command stimmt. Oh Gott. Ich habe auf Twitter gelesen, dass der rigged ist. Weil irgendwie der vierte Sprung bei dem irgendwie frame perfect sein muss. Okay, krass. Und das früher halt anders war. Dann war er früher aber ein bisschen OP, kann das? Ich glaube ja. Also es war früher halt so, dass irgendwie die Frames, die man jeweils hat, immer weniger wurden und das halt graduell. Und jetzt werden sie halt sofort weniger. Als ob. I fucked up. Aber krass. Frame perfect. Also man kann. Ich glaube, es ist nur der vierte Sprung. Danach haben wir mehr Frames. Ach so. That's interesting. Oh nein. I'm speechless. Das ist schon ziemlich lustig. Irgendwie ist jetzt ziemlich useless, habe ich das Gefühl. Tauschen wir ihn aus. Ich meine, ach komm, 30 FPS und dann Frame Perfect, das ist okay. Das schaffe ich in Mario 64 auch.
Manchmal. Okay, bad example, aber... Also die werden immer schwieriger, quasi. Also je öfter man macht, desto schwieriger werden sie wahrscheinlich. Genau, und der vierte ist irgendwie der Softcap. Okay. Ich finde die Post gerade nicht mehr. Ja, ich weiß, es gibt so ein Ding auch in Super Mario RPG, in dem Remake. Das habe ich auch gespielt, das Remake. Und da gibt es auch irgendwie so ein Achievement, wenn man 999 Consecutive Jumps auf einem Gegner macht mit einem gewissen Item. Das ist crazy. Und da gibt es aber auch irgendwie so eine Art Softcap bei 60 oder so. Und das ist halt... Na, schwierig. Diese Knochen erinnern mich irgendwie an meinen Vater, ganz bestimmt. Nein. Ich glaube, das ist eine der traurigsten Dinge, die man sagen kann, oder? Oh nein. Oh. Vater. Aber, Mario, mein Vater hat noch einen Brief. Ich weiß es. Wir tun den Brief lesen. Nicht lesen. Das kriege ich nicht, sorry, das bringe ich nicht übers Herz. Gut, lass ihn kurz lesen. Also, ich wollte gegen Logart kämpfen, aber jetzt ist mein eigenes Ende nah. Immerhin konnte ich herausfinden, dass Logart einen Schwachpunkt hat. Die schreckliche Logart fürchtet ein Tier, das mit F beginnt und mit Isch endet. Da gibt es mehrere. Item, das diesen Schwachpunkt ausnutzt, befindet sich in dieser Burg. Okay, es wird wohl ein Frosch sein. Oder Team Fisch. Ey, dann bin ich Team Frosch. Wahrscheinlich wird man zu Frosch Mario. Um Logart zu besiegen, muss man dieses Item wohl zuerst einmal finden. Logart ist auch listig. Gerät sie in Gefahr, so stellt sie ihren Gegnern Fallen. Lass dich in diesem Kampf nicht überlisten. Verlass dich auf deinen Instinkt. Mich verlässt die Kraft, so beende ich diesen Brief. Ein Gruß an meinen Sohn Colorado. Ich werde dich immer lieben. Oh. Nanu? Colorado? Nicht? Kopio? Ich war es auch nicht mein Vater. Die Knochen übertrieben die von meinem Vater. Oh, no. That's so fucked up. Was sagt Gumina dazu? Kopios Vater? Das ist doch unmöglich. Eieieiei. Schön. Oh nein. Ein Knochenkupa. Aber er hat eine schreckliche Farbe. Ich grusel mich. Ich würde dieses Ding ja lieber nicht abpacken. Aber wenn wir es nicht untersuchen, geht das Abenteuer wohl nicht weiter. Wie sind denn so eben gerade so, hast du es gesehen? Das ist einfach so weggeschoben. Ob das denn wohl die Verliese sind? Schon wieder Skelette. Dazu dieser Staub und die modrige Luft. Wo sind wir gelandet? Ey, wieso ist das eben so weggeschoben? Das war schön, ey. Oh, I could have expected that. Diese Box zu betreten zeigt von einem Mut und von einem Leichtsinn. Doch, euer Abenteuer muss an dieser Stelle enden. Du hast nur Ruf der Gruft. Jesus Christ. Was soll das? Ihr gebt die Dringer zurück. Mario, was sollen wir tun? Get the fuck out of here. Ach, endlich kann ich mal diesen wunderschönen Hammer richtig benutzen. We love it. Das ganze Publikum. Ja, macht Sinn, I guess. Das ist bestimmt der Vater, wa? Damn. Ein roter Knochenkupa. Irgendwie gruselig, so ganz in Rot.
Max KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ein ziemlich starker Angriff. Und noch, wenn seine KP auf 0 sinken, kann er später wieder auferstehen. Vielleicht solltest du erst die anderen Körungruppe aufschalten. Aber pass auf, wenn er sich bedrängt fühlt, ruft der rote Körungruppe Verstärkung. Okay. Das ist ja keine gute... Das ist auch schlecht. Holy shit, Alter. Hey, getting good. Der geht in Gubrina. Vor allen Dingen. Jesus Christ. Ja, wechseln mit Y. Plätzen dann. Hm? Wenn sie hinten steht. Ich glaube, das macht was aus. Ah. Ich glaube, Powerwork ist gut. Ich weiß nicht, was Gambling? Question mark? Das ist wirklich Gambling. Also das ist ja wohl das Langweiligste, was jetzt passieren können. Oh. Ja. Na gut. Scannen wir die Guten auch mal. Das ist ein Kyron-Cooper, wie auch der Name sagt. Ein etwas verkündigter Cooper. Okay, die haben nur 1 KP. Max KP 1, Angriffskraft 2, Verteidigung 2, 1. Diese Biester werfen mit Korken und reproduzieren sich auf rätselhafte Art. Und das heißt, du sollst in einem Zug so viele wie möglich von ihnen erledigen. Ja. Was habt ihr gegen die? Jesus. They are locked in. Das ist echt racist. Ich dachte mir aber schon immer, dass Koopas irgendwas gegen Gummas haben. She's dead. Oh. If I finally stop talking. Ich mach jetzt den Powerblock. Ja. Das ist okay. Nimm, er craftet sofort einen neuen. Krass. Oh, nur einen. Ich sollte wohl wechseln. Ich hoffe, das funktioniert. Es funktioniert. Oh. Oh, das ist jetzt Gumbina geheilt. Aber mal. Ja, alles gut. Sag mal, kann der Junge aufhören? Jesus. Das ist eine XP-Farm. Ist es? Oh, wow, das bringt wirklich gar nicht so wenig, ja. Warte. Komm mal nicht zu. Na gut, ne? Ich würde sagen, das nutze ich aus, oder? Alter, nee. Ich don't have it in me. Es ging aber auch zu gut am Anfang, muss man ja sagen. Holy shit, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ain't he dead? Das war jetzt sehr komisch. Also damit habe ich also wirklich nicht gerechnet. Plötzlich greift der an so, hä? Was haben wir damit zu tun, irgendwie zu bauen? Aber vielleicht haben wir echt genug gemacht von denen. Jetzt mal ein HP wieder. Ja. Warte mal. Wie viel? Das bringt 5, das bringt 3. Ja, komm. Kriegt Gumbrina ja sie. Okay. Für den Moment. Weiß nicht, wer schlimmer ist. Die sie umbringen wollten oder du. The fuck?
kann auch literally nichts gegen sie tun. Nee. Ist ja okay. Es ist wohl Kubius Zeit. Er hat ja einen, als hat ob. Einen Verteidiger mit Kubio. Das sieht Kubio so aus. Crazy. Ich wäre auch gegangen. Irgendjemand ist aus dem Publikum abgehauen und ich kann es verstehen. Es nervt mich trotzdem. Scheint Verteidigung zu haben. Und der Pilz. Was war mit dem Pilz? Einfach der Pilz war kurz weg. Ist so weird. Bin ich blöd? Was ist zur Hölle? Optimal. Das war überhaupt nicht beinahe. Das war überhaupt nichts. Okay, warte. Weißt du was? Ja. Nehmen wir mal das hier. Kannst du auch erst Goomba Girl eintauschen. Das nötige. Ich gebe dir in einer gewissen Form recht. Aber alles gut. Du wirst überleben. Dann hätte das Ganze auch eine Runde länger gedauert und so, das wollen wir auch nicht. Außer natürlich, ich verkacke jetzt wieder. Das war, warte, das kann nicht sein. Das war jetzt komisch. Das kann ich, das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin mir relativ sicher eigentlich, dass ich das im richtigen Moment gemacht habe. Und dann ging es einfach noch weiter. Das war gerade ganz komisch, das war gerade wirklich weird. Wird das irgendwie schwieriger oder so? Das kann ich mir nicht vorstellen. So. Oh, ein Siegenblock. Ein seltenes Objekt. Ah, okay. Das ist einfach echt ein Objekt, okay. Okay, eigentlich würde ich den Part jetzt beenden langsam. Oh, Luigi ist wieder da. Let's go. Hey. Ja, dann. Als auch noch bis zum Level abspielen, also. Ja, ein bisschen überlegen ist immer okay. Zum Level up weiß ich nicht, aber. Vielleicht bis zum nächsten Speicherpunkt wäre ganz gut. Da weiß ich halt nicht, wo der ist. So. Geht wieder. Ich hab's wieder. Ich hab's wieder. Ich habe halt irgendwie das leichte Gefühl. Dauert noch ein bisschen. Bis zum Speicher. Kann ich? Man kann nicht speichern, ne? Hm. Das wäre auch was, wo ich gedacht habe, dass es wahrscheinlich ändern würde. Ist ja erst Entfernung aktivieren. Nein. Komm runter. Wie lange kann er halten? Was? Oder so. Das ist just funny. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das Game, man. So toll, das ist super. Aber so kann die Treppe dann wahrscheinlich wieder zurück machen, wa? Okay. Zack. Gut, kriegt man hin. Ich würde trotzdem gerne gucken, ob er da hoch kann. Ach komm.
Er kann ja anscheinend relativ gut. Holy shit. Ich sehe nichts mehr, das hier. Was? Gerade. Was ist das? Jetzt wieder. Okay. Gerade eben hing der Bildschirm. Ui. Tja. Okay, dann jetzt so. Ja, es hat auf jeden Fall geklappt. Und in die andere Seite ist. Ich habe Splitter noch gesehen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, das sollte auch funktionieren. Mhm. Noch einer, damn. Damn. We're eating good today. Yummy. Das ist erstaunlich lang. Warum ist das so lang? Was soll das? Was ist das für ein Troll? Einfach. Okay. Okay, hier ist ein Speicherblock. Und let's go. Alles klar. Dann speichern wir hier und dann sagen wir mal. Heute ein bisschen Überlänge. Sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Wo wir die Leiche von unserem Cooper-Freund finden werden. Ich bin mir sicher. Auch vom Vater unseres Cooper-Freunds. Ja. Die Leiche von unserem Cooper-Freund. Cupios Leiche, because he will die. Okay. Na dann. Bis dann. Tschau,